Skull and Bones säuft auf Steam ab. Delta Force Hawk Ops hat einen neuen Namen. Und Heroes of Might and Magic ist wieder da. Ich bin Daniel. Ich nicht. Und das sind heute die Gamescom News live. Bevor es weitergeht, eine Botschaft von unserem Sponsor. Die News werden euch heute präsentiert vom Zotac Gaming Zone. Das brandneue Handheld setzt nicht nur auf performante Hardware und Elite-Controls. Es bietet auch als einziges Windows-Handheld ein AMOLED-Display für brillante Farben und Kontraste. Alle Infos zum Zotac Gaming Zone und seinen zahlreichen Features findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Vor ungefähr einem halben Jahr ist Skull and Bones das erste Mal erschienen auf PC und Konsole, damals aber auf dem PC nur auf Uplay bzw. im Epic Game Store. Man wusste also nie so recht, wie viele Leute das dann tatsächlich gespielt haben. Jetzt ist es auf Steam raus, hat sogar einen relativ großzügigen Rabatt, 60% ist es momentan reduziert. Aber selbst das scheint dem Spiel kaum zu helfen, denn die Spielerzahlen sind da momentan desaströs. Man hat jetzt zum Launch die 400 Leute gleichzeitig nicht überschritten. Das ist natürlich für ein Multiplayer-Spiel vernichtend. Auch die Reviews sind mit nur 55% positiven jetzt eher verhalten. Das kann sich vielleicht im Laufe der Woche noch verändern, dass da noch mehr positive Reviews dazukommen. Aber momentan sieht es eben bisher nicht besonders gut aus. Trotzdem wird Ubisoft bei Skull and Bones an den bisherigen Plänen festhalten. Das heißt, es wird auch weiterhin eine Season 3 geben. Da ist auch gerade erst der offizielle Trailer dazu erschienen. Daniel. Wer die Fing Show hier auf dieser Bühne gestern Abend verfolgt hat, der wird es mitbekommen haben. Unsere große Weltpremiere, das One More Thing am Ende der Show, war die Ankündigung eines Spiels, das seit 9 Jahren keinen neuen Serienteil mehr gesehen hat, nämlich die altehrwürdige Fantasy-Strategie-Reihe Heroes of Might and Magic. Da haben wir gestern Heroes of Might and Magic Olden Era angekündigt und revealed. Und unser Chefredakteur Heiko Klinge, und der muss es wissen, denn der liebt diese Serie, sagt, dieser Teil wird allem Anschein nach dem dritten Teil Heroes of Might and Magic 3 alle Ehre machen. Also wer Heroes 3 mag, der wird mit Olden Era wahrscheinlich sehr happy werden. Das Fantasy-Strategiespiel kommt in einem Fashion 2,5D bzw. 2D 3D-Look daher. Den seht ihr hier auch schon. Ist die gewohnte Mischung aus Hexfeldschlachten und Städtebau. Es gibt zum Release 6 verschiedene Fraktionen und vor allem ein überarbeitetes Skillsystem, das Heldenbuilds ermöglicht. Da könnt ihr also dann in Ruhe lang an euren Helden hinbasteln. Zum Start gibt es schon eine Story-Kampagne, einen Karten-Editor und einen Skirmish-Modus und das Ganze startet im Early Access. Nur wann, das wissen wir noch nicht. Wir gehen rüber. Eine Anmerkung noch. Alles zum Thema Heroes of Might and Magic Olden Era findet ihr auf der GameStar. Da gibt es schon ausführliche Artikel dazu. Schaut da rein. Mehr zum Spiel als wir hat, glaube ich, niemand. Wir gehen rüber zu Delta Force Hawk Ops. Das hat nämlich jetzt einen neuen Namen, nämlich Delta Force Hawk... Nein, ihr Schweine, was ihr wieder denkt. Das heißt einfach nur Delta Force. Das soll nämlich jetzt das Delta Force-Ding werden. Das Spiel wurde umbenannt nach einer extrem erfolgreichen Alpha. Das hat über 1,5 Millionen Spielerinnen und Spieler erreicht. Und ihr bekommt jetzt demnächst auch nochmal die Chance, das selbst spielen zu können. Zwischen dem 14. und 21. Oktober kann man es dann auch nochmal kostenlos testen. Wenn das ganze Ding dann fertig ist, dann besteht das nicht nur aus dem Multiplayer-Modus, der stark an die großen Massenschlachten eines Battlefield erinnert. Es gibt einen Extraction-Shooter-Part und es soll dann auch noch eine Story-Kampagne geben, die Black Hawk Down nachempfunden ist. Und bisher ist das gesamte Feedback zu dem Spiel äußerst positiv. Kann also sein, dass hier ein richtiger Hochkaräter in den Startlöchern steht. Und jetzt wissen wir auch, wann Delta Force final erscheinen soll. Nämlich noch im 4. Quartal 2024. Also schon sehr bald gibt es da, wie Dimmi es mir in die Karte geschrieben hat. Zum großen Weltraum-Action-Loot-Spiel, Action-Rollenspiel Everspace 2 gibt es eine kommende Erweiterung namens Titans. Die erscheint schon am 16. September für PC und Konsolen. Und darin geht ihr auf Jagd und in den Kampf gegen Kolosse im Weltraum. Das sind zum einen Outlaws Dreadnought-Schlachtkreuzer, also riesengroße Raumschiffe der Outlaws. Und
Weltraumwale, die kennen wir alle aus Star Wars Rebels oder Ahsoka, gigantische Weltraumsäugetiere, die durch das All kreuzen. Und in die könnt ihr sogar reinfliegen. Es ist noch nicht bekannt, von welcher Seite. Aber das Innere des Wals ist prozedural generiert. Das heißt, jeder Wal, wie bei Menschen, sieht von innen ein bisschen anders aus, damit es nicht langweilig wird, was du jetzt wieder denkst. Was nicht geht, ist, die Weltraumwale zu streicheln. Da hat AK beim Entwickler gestern extra nachgefragt. Das geht leider nicht. Aber die Erweiterung hat trotzdem alles, was man von einer tollen Erweiterung erwartet, nämlich neue Waffen, Ressourcen, Feinde, Areale und so weiter. Wie schon gesagt, am 16. September erscheint das Ding schon für PC und Konsolen und kostet dann auch nur 15 Euro. Und gestern bei uns in der Fing-Show, als Michael Schade diese Erweiterung vorgestellt hat, hat er vielleicht entgegen der Unternehmenspläne, aber gut für uns, eine richtige große Erweiterung, ein richtiges Add-on für Everspace 2 angekündigt, das 2025 kommen soll, noch keinen bekannten Namen hat, aber da gibt es eine neue Schiffsklasse, eine neue Story und neue Sternensysteme. Wir haben noch mal was zu Borderlands 4, das wurde ja im Rahmen der Opening Night Live angekündigt mit einem sehr kryptischen Teaser und in diesem Teaser war so eine Roboterhand, die dann irgendwie so eine Maske aufnimmt und da dachten natürlich die meisten Fans erkannt zu haben, dass das der Roboterarm von Handsome Jack sein könnte. Ist aber wohl nicht so. Also der Gearbox-Chef Randy Pitchford dementiert das jetzt. Er sagt, das ist nicht Handsome Jack, das ist etwas viel Gefährlicheres und Unheimlicheres. Mehr sagt er dann aber noch nicht. Also Handsome Jack ist zumindest in diesem Trailer nicht drin, was natürlich nicht ausschließt, dass der nicht vielleicht doch irgendwie wieder zurückkommt. Mehr sollen wir dann erst 2025 erfahren, wenn Borderlands 4 für PC, Xbox und PlayStation kommt. Daniel. Das Remake des Horror-Action-Survival-Klassikers Silent Hill 2, damals erschienen für die PlayStation 2, das im Herbst kommt, wird zum einen wohl länger als gedacht und zum zweiten wohl besser ausgedacht. Denn die Stimmung um das Spiel war zuletzt ja nicht ganz so toll. Die Leute haben gesagt, ja, es sieht schon ganz schick aus, aber irgendwie passt das alles nicht so. Bloober-Team, die eigentlich Horror-Experten sind, scheinen da nicht ganz auf dem richtigen Pfad zu sein. Diese Sorge ist aber wohl unbegründet, denn wir haben das Ganze schon angespielt und es ist viel, viel besser als erwartet und es ist länger tatsächlich. Es erscheint für PS5 und den PC und die Info kommt von Bloober-Teams Creative Director Mateusz Lenart, denn im Schnitt sollt ihr für dieses Spiel 16 bis 18 Stunden brauchen. Über 20 Stunden sogar, wenn ihr alle Geheimnisse entdecken wollt. Und nur zur Erinnerung, das Original war recht kompakt mit 8 bis 10 Stunden. Das heißt, uns erwartet im Herbst wohl ein würdiges, neues, altes Silent Hill 2. Das Ganze erscheint am 8. Oktober. Und wer da mehr darüber wissen will, dem empfehlen wir das Video auf unserem YouTube-Kanal. Denn da hat Jonas sich das Ding schon mal ausführlich angeschaut und kann alle Sorge um dieses Spiel zunächst mal entkräften. Diese Woche gibt es keine extra Ausgabe von den Neu- und Gratis-Games, aber fürchtet euch nicht, denn ich habe natürlich trotzdem jetzt für euch kostenlose Spiele am Wochenende, die ihr ausprobieren könnt. Allen voran, Diablo 4 macht gerade auf Steam eine Free Week, das heißt, ihr könnt das noch bis zum 27.08. kostenlos runterladen und spielen. Bestimmt toll, um mal wieder reinzuschnuppern, wie das ist mit den letzten Seasons sich verändert hat. Nach dem 27.08. müsst ihr das dann aber kaufen, um weiterspielen zu können. Außerdem ist dieses Wochenende auf Steam Core Keeper gratis verfügbar. Das gibt es noch bis zum 26.08. Und es beginnt die Open Beta zu Vermintide 2 Versus. Das ist quasi ein neuer PvPvE oder PvEvP-Modus, also gegen Leute und gegen Computer. Das könnt ihr ausprobieren in der Open Beta. Die läuft noch bis zum 2. September. Dazu müsst ihr auf Steam einfach auf Anfrage, müsst ihr Zugang anfragen auf der Steam-Seite klicken. Und das geht auch, wenn ihr Vermintide 2 gar nicht gekauft habt. Also diese Open Beta ist wirklich open für alle. Aber der Zugang ist auch nicht für alle garantiert. Ihr werdet also ausgewählt. Außerdem gibt es auch im Epic Game Store 2 Spiele kostenlos diese Woche. Das ist zum einen Gigantic, das jetzt wieder zurückgekommen ist. Und zum anderen Callisto Protocol, das Dead Space-artige Horrorspiel. Dazu wurde ja auf der Gamescom hier ein Spin-Off angekündigt. Beide Spiele gibt es bis zum 29. August noch komplett kostenlos im Epic Game Store. Wenn ihr es bis dahin also runtergeladen habt, dürft ihr es für immer behalten. Und damit sind wir durch für heute. Sind wir durch, genau. Aber noch nicht für die News, denn es wird diese Woche, machen wir morgen noch News, Sonntag noch News. Ab morgen ist der liebe Kollege Paul dazu hier. Das heißt, schaltet dazu auch gerne ein und natürlich schaltet weiterhin zu unserem Fing-Live-Programm ein auf
Twitch oder kommt uns hier besuchen in der Halle 10.1 am Stand E40. Hast du noch letzte Worte für die VIP? Ja, wenn ihr hier am Stand vorbeikommt, könnt ihr natürlich auch was gewinnen, denn wir haben ein Glücksrad hier von unserem Partner Anker. Wer zu den Zeiten da ist, wenn das Glücksrad rotieren wird, hat die Chance, eine Anker Powerbank zu gewinnen, wenn euer Handy leer ist. Also wenn ihr auf der Messe seid oder morgen oder am Sonntag kommen wollt, achtet darauf, dass euer Handy möglichst leer gesaugt ist, denn dann könnt ihr eine Powerbank gewinnen. Oder ihr nehmt einfach ein Zweithandy mit oder am besten sind 100 Zweithandys mit jeweils einem Akkustand von 1% immer mehr, dann ist die Chance auf die Powerbank sehr, sehr hoch. Genau, morgen gibt es wieder die News. Bis dahin, weiterspielen.